Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Ihr seht schon, ich habe hier wieder ein bisschen was gemacht. Ich war nämlich offscreen wieder ein bisschen farmen, beziehungsweise jetzt eine Stunde vor der Aufnahme habe ich ordentlich gefarmt. Darunter, ich war nämlich in der Wüste und habe, ja, Erze gefarmt, auch nochmal ein Pillar. Und ja, ich habe in der Wüste so weit wie es geht alle Kisten kaputt gemacht, damit ich Sachen zum Kochen habe. Aber das interessiert heute in der Folge nicht, denn in der Folge möchte ich gerne etwas bauen, was wir zum Kochen noch benötigen. Und zwar brauchen wir ja auch Milch. So, und dazu brauchen wir einmal die Breeding Facility wieder, um Kühe zu züchten. Und einmal die Livestock Farm, um die Tiere abzufarmen. Sprich, ihr Fleisch, ihre Milch, Wolle und was sie auch immer alles noch geben. Dazu brauche ich auf jeden Fall die Dinger. Hier mal die Livestock. Die Teile brauchen wir. Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Erztechnisch überlege ich gerade, wegräumen müsste ich das nicht, das wird ja alles woanders gelagert. So, was brauchen wir denn noch für die Station hier? Milch. Ja, haha. Ja, ihr seht es auch hier, die Kisten sind schon randvoll, also ja. In irgendeiner Folge werden wir mal richtig schön kochen. So, die haben wir jetzt gleich. Und jetzt bräuchten wir noch ein paar Ansaugböbel. Was brauchen wir denn für die? Charcoal, Batterien und Eisen. Eisen war hier drin. Da haben wir jetzt mittlerweile auch erstmal mehr als genug. Eisen, Charcoal müsste da gewesen sein. So, das machen wir mal so hier. Wo haben wir sie denn? Die haben wir ja nicht gewaschen. Wir haben doch hier noch Sulfur. So. Das war's an Sulfur. Genau, den Sand können wir hier erst einmal reinschmeißen. Und die Steine hauen wir auch erstmal alle raus. Noch irgendwas? Nee. Und Batterien brauchen wir wieder. Hä? Was hab ich denn mir angeguckt? Naja, egal. Hiervon brauchen wir noch eins. Hä? Nee, warte, Moment. Das hab ich doch schon. Ich wollte hier die Ansaugböppel haben. Die hier. Wir craften mal 3 Stück. Haben wir in der Baukiste noch... Haben wir auch noch. Sehr nice. Ansonsten brauchen wir erst einmal nichts davon. So, und dann verziehen wir uns mal wieder hier hinter. Das kann erst einmal raus. Bodenplatten werden wir brauchen. Und das. Ja, Bodenplatten brauchen wir auf alle Fälle. Wo bauen wir das jetzt am geschicktesten hin? Die Wand sitzt hier. So, so und so. Dann können wir das nämlich hier hinten alles ganz in Ruhe aufbauen. So, wir brauchen als erstes natürlich hier unsere, ja, unseren Container. Setzen wir den auf die Höhe? Setzen wir oder setzen wir nicht? Oder setzen wir den hier rein? Da muss ich jetzt doch glatt mal was lunzen, ne? Wenn ich das wegnehme.
kann man den sogar eins weiter ransetzen. Okay, dann machen wir das hier hin. Hallo? Ich würde gern die Bodenplatte hier wegnehmen. Ja, okay. Aber das kann man eigentlich auch lassen. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, weil das Ding ist ja nicht gerade klein. Das und die Nummer 8. Die würde ich gerne hier hinsetzen wollen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die hier ist nämlich nicht, ja, gerade klein, der Spaß. Weil es sollen ja auch nicht gleich alle Kühe da reingehen, deswegen werden wir das da hinsetzen, ne? Dann brauchen wir wieder unsere Wände. Ja, komm, scheiß drauf. So hier einmal hier zumachen. Dann brauchen wir wieder unseren Ansaugböbel, dass natürlich auch alles eingesaugt wird in den Container. Einmal Baumodus. Kommt dann dahin. Und dahin. Das müsste sogar, glaube ich, reichen. Oder? Muss der näher? Ich glaube, der muss sogar wirklich noch einen Ticken näher ran. Das war die 8. Baumodus einmal, danke. So. Ja, das war's dann natürlich auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Kühe. Da hatten wir ja in irgendeiner Folge schon welche gefarmt. Wir haben hier Level 9er Kühe. Wir haben hier auch noch Schafe. Hier hinten haben wir unsere Bären. Und ich hatte auch schon so ein paar Kühe nochmal offscreen gefangen. Da werden wir jetzt einfach mal gucken, ob das denn überhaupt ausreicht. Ich hoffe es mal, weil dann könnten wir hier eigentlich eine komplette Strecke lang von den unterschiedlichsten Tieren machen und die schön abernten. So, wollen wir mal gucken. In der Zwischenzeit kann ich mir schon mal das Inventar wieder einigermaßen vorbereiten. So, okay, die erste Kuh ist drinne, wird abgefarmt, das ist sehr nice. 6, da hinten wird auf jeden Fall zugemacht. Und hier, ja. Ach, da können wir auch noch zumachen, nice. Dann sieht das echt ein bisschen schnieke aus hier. Wobei wir die Schaffarm erst einmal gar nicht mehr benötigen, ne? Okay, hier haben wir die nächsten Kühe. Ich hoffe natürlich, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ja, die nächsten müssten dann dort da reingehen, aber ob dort welche hochgehen, das ist dann die andere Frage. Da bin ich eben gespannt drauf. Sonst müsste ich mir da irgendwas einfallen lassen. Auf jeden Fall, da gibt es schon mal zwei Milch. Hier kriegt irgendwas Schaden, ne? Ach, die Wand. Okay. Okay, die erste Kuh da oben, die hat's erledigt.
Jetzt ist die Frage, ja, da geht eine wieder hoch, das ist sehr nice, die ist weg. Der Ansaugpöppel saugt's an, das ist auch sehr gut. Ja, dann können wir das so lassen, würde ich sagen. So, dann machen wir hier oben noch die Wände dicht. Die Nummer 8 war das hier. Können wir das hier oben zumachen, dann sieht das nicht gleich jeder. So. Ja, Schafe, wie gesagt, brauchen wir erstmal nicht zum Batterie herstellen, denn Batterien haben wir mehr als genug. Ja, also die Zuchtstation mit den Kühen läuft perfekt. Wir kriegen auch unsere Milch da raus. Hab natürlich wieder Haufen Zeug hier im Inventar, damit ich vor allem Stahl herstellen kann. Ja, hier von den Dingern hatte ich auch noch ein paar. Einmal das da und das. Und Yellow Herb hat. Haben wir natürlich auch. Kann ich das reinschmeißen? Nein. Das, das, das. Und die da rein. Die und die müssen durchgewaschen werden. Und der Spaß. So, die Batterien packen wir wieder zurück. Ja, ich habe halt wirklich nicht gerade wenig Zeug hier im Gepäck. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Das Eisen kann auch schon mal weg. Unser Stroh hatten wir hier. Da. So, und da wir, wie viel haben wir denn? 12 Slates haben. Gehen wir die jetzt noch in der Folge verkaufen, ne? Oder eintauschen, ne? So, Silber haben wir mehr als genug. Das verkaufe ich jetzt einfach mal. Und Holz genauso. Die Kiste läuft über. So. Da hinten ist er. Das sind... Ja, da können wir uns dreimal was aussuchen. Das ist doch nice. Ja. Für was könnte man eigentlich alles noch eine Zucht- und Melkstation bauen? Also, Schafe geben ja Wolle. Das kann man sehr gut verkaufen. Kühe für Milch. Schweine geben, glaube ich, nur Fleisch. Was könnte man dann noch so machen? Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ich noch so eine Zucht- und Melkstation bauen soll. Weil mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts ein, um ehrlich zu sein. So ein Wolf würde ich mir auch gerne noch tamen, bloß die Frage ist, kämpfen die als Partner an meiner Seite oder nicht? Weil das wäre natürlich nicht schlecht. Das würde gewisse Dungeons auch einfacher machen. So, Krael. Oder Anubis. Gib mal was her hier. Und zwar einmal Stamina. Einmal das und einmal das. So, da healen wir uns mal ganz kurz. Ja, wir kommen fast auf die 400 Leben. Stamina der Balken ist auch größer geworden. Das ist sehr schön. Ja, und hier seht ihr nochmal die Map, auf der ich baue. Da sind überall noch Kisten, wo natürlich Kochzutaten drin sind. Vor allem da hinten, ne? Aber, ja. Hui. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Inseln und Bauten der, ja,
Tierchen gehen soll. Und warum ist nur ein Schwert ausgerüstet? So, weil, ja. Ich müsste halt vorher gegen die Viecher kämpfen. Würde gut XP geben, klar. Aber ob ich die Lust dazu habe, ist die andere Frage. Oh, hier gibt es auch nochmal gut was raus. Mäh, lass mich in Ruhe. Ah, wir können ja mal gucken, was es hier so rausgibt. Schaden machen sie mir so wirklich keinen mehr. Das ist schon mal sehr gut. Ja, da gibt es doch gut was raus. Also, es ist eine Überlegung wert, ob ich da die Teile looten und plündern soll. Und ich muss unbedingt in meiner Base unten weiterbauen. Ja. So, wir sind bei 16 Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können ja mal gucken, was der Helikopter braucht. Das ist ja noch eine Quest. Der Helikopter. Kaugels, Bioethanol und Batterien. Das können wir doch sogar schon instant herstellen. Das haben wir doch alles. Hier komm, erstmal durchbrennen lassen. Also, Zahnräder brauchen wir. Ich nehme jetzt einfach mal alle mit. Batterien und das. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar von den Zahnrädern, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Oh, ich habe 400 Eisen. Das sind... Wie viel sind das? 50 Stahl? Ungefähr? Keine Ahnung. Ich merke mir das ja nicht. Helikopter. Und wieder eine Quest completed. Nice, nice. Ich muss auf jeden Fall Sachen reparieren. Genau, das muss ich auch noch machen. Okay, unlock Island of Level 5 to visit the Hell Island. Put Iron Handed Sword into Refinery, bla bla bla. Ja, hier brauchen wir eben noch gutes Zeug. Ah, okay. Oha, das finden wir dann auf den Level 5 Sachen. Ja gut, wie soll ich denn das bitteschön... Ach nee, stimmt. Moment, Level, die Inseln schalte ich ja hier frei. Das ist ja nur zum Stagewechsel. Also, das sind die Zweier, denke ich mal. Ne, das sind die Zweier. Oder? Einser, Zweier. Dann wären das 1, 2, 3, 4. Ich müsste bis da hoch. Holy shit. Ah, hier steht's ja auch. Level 3. Dann ist das 4 und das 5. Ja, gut. Ja. Ja. Aber, die wollen noch ein Eisenschwert haben. Ganz ehrlich, die Quest erledige ich jetzt auch noch. Was brauche ich denn dafür? Nee, nicht hier, sondern hier. Ich brauche noch Holz. Okay. Krieg mal hin. Da haben wir ein bisschen was. Und wir nehmen mal den habe ich das? Ja, habe ich. Wir nehmen den Spaß auch nochmal mit. Craften. So, also hier hinten muss das Eisenschwert rein. Hammer. Das war's schon. Jo.
das war's schon. Geil. Verkaufen. Ja, wenn es das war, haben wir auch wieder eine Quest erledigt. Geil. Holz war da drinne. Hier waren die Batterien und hier das Öl. Das Eisen. Alles hier. Ich muss mal gucken. Das ist gewaschenes. Das und das ist auch gewaschenes. Dried, dried. Ach du Heimatland. Hier kann ich wieder ordentlich was durchwaschen. So. Das müsste doch auch dried sein. Ja, dann waschen wir gleich mal das Erz durch, würde ich sagen. Das kommt da rein. Das alles hier, genau. Und wir haben ordentlich was an Wolle. Und ganz ehrlich, die werden wir jetzt verkaufen. Denn wir haben ja auch noch was zu essen im Gepäck, was wir verkaufen können. Vor allem hier das ganze Brot. Das kann ich ja instant wieder herstellen. Hier habe ich noch so einen Fisch. Ich hatte doch noch was zu essen dabei, oder? Egal. Erstmal kommt die hier wieder raus. Ja, na gucken wir mal, was das hier so bringt. Wir warten kurz. Wobei, das kriegt man auch hin. 313.000, also holy shit. Das ist eine Menge. Na, dann kann ich meine Sachen ja easy reparieren. Und was zeigt mir die Goldanzeige unten an? 965.000. Nice. Ja, in der Zeit repariere ich jetzt einfach mal meine Sachen. Ne? Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge werden wir kochen. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.